So, liebe Leute, herzlich willkommen mit dem nächsten Rennen und zwar im Ferrari 512 BBLM Sydney Cup. Das ist das nächste, was bei uns heute ansteht, hier bei Grid. Und ja, dann gehen wir rein. Ein Rennen ist es uns nur. Dann kommen wir wieder mit der World Challenge mit drei Rennen immer hin. Ein Rennen. Also viel haben wir nicht unbedingt, was wir heute vorhaben. Wir brauchen jetzt noch 1, 2, 3, 4 Wochen plus einen Tag, um dann zumindest den ersten Teil hier abzuschließen, die Karriere abzuschließen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Teil, also zumindest den ersten Teil der Karriere. Wie gesagt, danach geht es ja weiter hier mit. Ja, ist ein bisschen was zu tun noch. Schauen wir mal. Bis dahin geht's weiter heute mit dem hier. Schauen wir mal, wie weit wir heute durchkommen. Willkommen im Sydney Motorsportpark. Kristen, was denkst du über diese Veranstaltung? Man kann die Begeisterung förmlich spüren. Ich glaube, es gibt hier erbitterte Rivalitäten und die ein oder andere Rechnung zu begleichen. Okay. So, wie steht denn von 14 ins Rennen? Oder geht von 14 ins Rennen? Gut, dass alle die gleichen Autos besitzen. 5 Runden stehen heute an hier im Motorpark. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ich komme aber nicht mehr her. Ja, das ist wieder das Gleiche, was ich meine. Da macht einer die Tür zu. Hey, wieder Fitz. Sag mal, was habt ihr jetzt heute mit mir? Schön, ich hoffe, wir schieben weit vorne und dann das. Wurde ich wahrscheinlich zu viel. Mann. Ah ja. Wir haben Zeit genug, nur hier alles aufzuholen, die jemand anderen nehmen. Sind ja schon wieder dran am Feld. Schön vorbei. So, geht in die zweite Runde. Wir sind momentan auf P11. Gut, wir waren schon jetzt weiter vorne, aber da haben sie wieder einige was dagegen. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Erstmal angreifen. Oh, das ist nicht wahr, ne? Da wollten die Bremsen nicht so, wie ich das wollte. Da kann ich nicht so schnell runterfahren, vom Gas. Das ist den Zusammenschluss nehmen können. So, jetzt versuche ich mal den Kollegen hier zu kassieren. So, jetzt haben wir ihn. Die Kollege hängt da vorne momentan vor dem Weißen, die 5. Jetzt gerade wieder ihn angerufen. Also wenn ich 20 warten, komme ich nicht vorbei. Ich kann gleich nichts machen. Und mit 3 sind die Leute schon da vorne. Und man jetzt natürlich auch bitte. Runde 3.
Gutes Tempo. Du so, bist in der Mitte des Feldes. Jetzt haben wir so ein Glück, dass wir ein bisschen durchgekommen sind. Schon mal 4. 2 haben wir da vor uns und der eine hinter vorne. Ja, okay. Jetzt ist er weg. Die kriegen wir noch. Komm. P2 momentan. Jetzt geht's gleich nach vorne. 2 Runden haben wir da noch. Hatte schön dran sagen. Ja, da wollte ich mich abbringen, hä? Aber nicht geschafft. Wir sind vorne. Weil die gibt das Ganze, die gibt es keine Chance zu korrigieren, falls wir hier das Ding verkacken. Das ist die komplette Serie verkackt. Das heißt, wir müssen im Sprung, müssen wir von der irgendwie Fall das Ding nehmen. Zumindest für dich. Letzte Runde. Ne, vorletzte Runde. Noch 2 Runden. So. Ein bisschen absetzen jetzt. Wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde. Dann sind wir durch. Für heute. Nicht für uns, sondern wir gehen jetzt in die letzte Runde ohne irgendwelche Ideen für irgendwelche Strafen. Weil das hat den Fall 27. Ich hoffe, dass unser Kollege da, ja, oder auf 3 es noch irgendwie schaffen wird. Das werden wir dann nicht gewinnen, das, ist, das werden wir dann nicht zweiter werden. Ich hoffe, dass wir kein Doppel siehst, ob ich das aussehe, das sehe. Aber er wäre cool, wenn er nach vorne hüpfen würde. Vor allem für die Teamwertung. Also, obwohl, er ist dran, ne? Ich habe ein bisschen Glück, aber ach, gab schon. Das wird nicht machbar sein. Ich habe die Runde genommen. Und es reicht zum Sieg. Nicht nur dieses Rennen, auch die Serie haben wir gewonnen. Mit über 10 Sekunden Vorsprung. Der Teamkollege ist leider nicht ganz kompakt. Ihm fehlt nur eine halbe Sekunde auf die Spitze, aber wir haben zumindest. Ja, doch, wir haben es mit dem Doppelsieg hingekriegt. Sehr geil.
So. Level 65 mittlerweile. So, dann haben wir das auch durch. Ja, gut gemacht, der Teamkollege. Definitiv noch mal ein paar Plätze gewonnen. Zwei Plätze, drei Plätze gewonnen. Ja, ja, das ist gleich, aber wir haben es geschafft, auf jeden Fall das Ding noch zu rocken. Letzte zwei Runden haben wir dann uns vorne weggesetzt. So, der nächste, das uns jetzt ansteht, also nicht heute, sondern morgen, ist die World Challenge. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann freue ich mich, wenn wir dann ein bisschen uns länger hören, weil das sind dann drei Rennen.